Also hier die neuen Drähte am Start. Sind sehr, sehr gemütlich, muss ich sagen. Passen auch sehr gut. Ich habe, glaube, die Größe 45 war das jetzt. Passen sehr gut, laufen sie sehr gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und sehen auch gar nicht so schlecht aus. Ich würde mal sagen, perfekt für den Alltag. So, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar ist heute ein weiteres Paket angekommen. Ich habe mir ja schon etwas länger nichts gegönnt, keine Klamotten bestellt. Und deswegen habe ich mal wieder etwas bestellt. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen das Ganze zusammen jetzt auf. Und let's go. Also wie gesagt, haben wir hier das Paket von Stylefile. Ist auf jeden Fall ein etwas größeres Paket. Es sind noch zwei Jacken dabei. Jetzt schneiden wir das Paket hier mal auf. So, das erste, was uns entgegenspringt, ist die Rechnung. So. Zurückschicken müssen wir, glaube ich, mal nichts. Sollte alles passen. Als erstes haben wir hier eine Jacke von Puma in einer Kollabo. Holen wir die Jacke mal hier raus. Ist auf jeden Fall eine etwas größere und etwas längere Jacke. Ich werde das Ganze mal auch einblenden, wie die ganze Jacke komplett aussieht. Hier auf einer Seite habt ihr das Puma-Logo. Hier nochmal das Puma-Logo. Wie gesagt, in einer Kollabo. Eigentlich ist ja der Winter hier vorbei in Deutschland. Aber wie gesagt, es ist etwas stürmisch und windig zurzeit. Und deswegen habe ich mir die einfach gekauft. Ich wollte die sowieso schon lange haben. Und ja, wie gesagt, das war das erste Teil. Ich werde das Ganze auch anziehen. Seht ihr dann später noch im Video. Hier das nächste Teil ist auch eine Jacke. Eine Jacke von Nike diesmal. Die ist sehr, sehr geil. Die andere Jacke war reduziert, kostet eigentlich so 250 Euro. War so auf 130 Euro bei Stylefile reduziert. Und die Jacke war leider nicht mehr reduziert. Hat 210 Euro gekostet. So, also wie gesagt, packen wir das ganze Prachtstück hier mal aus. So sieht das Ganze hier aus. Mit zwei Reißverschlüssen hier oben. Hat auch eine Kapuze. Ist auf jeden Fall ein sehr geiles Teil. Wie gesagt, ziehe ich auch später nochmal an. Dann seht ihr, wie das Ganze aussieht. Hinten nichts Besonderes. Wie gesagt, kann man bei dem Wetter jetzt hier in Deutschland auch anziehen. Ist ja relativ windig und abends auch noch kalt. Ja, was soll man da noch weiter dazu sagen? Das war die zweite Jacke, die ich bestellt habe. Jetzt habe ich noch zwei Teile. Hier eine Übergangsjacke und ein Adidas-Sweater. Wir fangen mal hier mit dem Teil an. Holen wir das Ganze hier mal raus. Die Qualität ist auf jeden Fall geil. Ich weiß gar nicht, was der gekostet hat. Vielleicht 50, 60 Euro oder so. Auch natürlich auf Stylefile geholt. Hier unten zwei Streifen. Und ja, wie gesagt, das Adidas Logo hier in der Mitte. Ist nichts Besonderes, aber ich habe die Farbe auf jeden Fall abgefeiert und deswegen habe ich mir den ganzen auch bestellt. Von hinten sieht er dann so aus, hat hier die drei Adidas Stripes am Rücken drauf. Ich denke, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Da kann man auch ein Bild dazu rausholen. Werde ich auf jeden Fall später auch noch anziehen, dann seht ihr, wie das Ganze aussieht. Und zum letzten Teil habe ich mir hier eine Übergangsjacke geholt, auch von Puma. Das Design ist natürlich, gefällt natürlich nicht jedem, aber ich feiere die Jacke auf jeden Fall. Ich könnte ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Jacke hier haltet. Ich denke mal, da wird es auf jeden Fall auch Meinungsverschiedenheiten geben, aber
Ich feiere die Jacke auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, ich habe mir fast alles in L geholt. Außer die eine Jacke war in XL. Und da würde ich mal sagen, ziehe ich die Teile jetzt an. Peace. Bestellung von mir, und zwar habe ich mir für 600 Euro was auf Stylefile bestellt. Deswegen werden in meinen Videos auch keine Produktplatzierungen, ja, eingeblendet, denn es handelt sich um keine. Ich habe mir die ganzen Sachen gekauft und möchte die einfach vorstellen. Ein Produkt habe ich jetzt auch schon an, ist dieser Adidas Sweater. Also ich feiere den auf jeden Fall mega hier in diesem, ja, Weinrot. Hier in der Mitte ganz normal das Adidas Logo. Und ja, die Adidas Stripes, die drei Stück, unter den Ärmeln entlang, hier am Arm entlang, oben rum ein weißer Streifen gezogen und auf der Rückseite, also ja, da haben die mal wieder alles übertroffen. So sieht das Ganze von hinten aus. Ich würde sagen, der ballert auf jeden Fall. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist sehr geil. Ich fange auf jeden Fall schnell an, unter dem zu schwitzen, unter dem Material. Wie gesagt, also, dann habe ich mir ja noch die Puma-Jacke geholt. Die ist auch zu heftig. War reduziert, kostet eigentlich 250 Euro oder so und hat noch 130 oder so gekostet. Lass mich lügen. Die Jacke ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ja. Ist auch perfekt für das Deutschlandwetter hier geeignet. Ich meine, so wie das Wetter gerade ist, passt das Ganze perfekt. Ich meine, hier unten, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, steht nochmal Puma. Ist auf jeden Fall eine längere Jacke, geht fast bis zu den Knien. Ja, wie gesagt, hier das Puma-Logo, orange. Die Jacke gibt es auch noch in grün. Die möchte ich auch noch in grün haben, aber ja, wie gesagt, vielleicht kommt ja bald was. Dann habe ich mir noch eine Nike-Übergangsjacke geholt. So sieht das Ganze aus. Ich ziehe die jetzt auch an. Die Jacke ist auch perfekt für das Wetter. Also gerade bei den, ja, gerade bei dem windigen Wetter würde ich sagen, ist die Jacke schon perfekt. Ja gut, kostet 210 Euro. Ob sich das lohnt für die Jacke, sieht auf jeden Fall geil aus. Hier bei mir in einem etwas dunkleren Weißton. Ist kein Beige, aber ist auch kein Weiß. Wie gesagt, hier das Nike-Logo in der Mitte. Die zwei Reißverschlüsse hier hinten, nichts Besonderes. So sieht die Jacke aus. Ich feiere das Ganze auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, den Link werde ich in die Beschreibung einfügen und dann könnt ihr euch die holen. Zu guter Letzt habe ich mir noch eine Puma-Jacke gegönnt. Das Ganze passt jetzt nicht wirklich zusammen. Ich will euch nur kurz zeigen, wie das Ganze aussieht. Ja, wie gesagt, das Design von der Jacke feiere ich auf jeden Fall mega. Mir gefällt die Jacke. Ist natürlich Geschmackssache. Ich meine, eben gefällt die Jacke natürlich nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da und ja, folgt mir auf Instagram. Peace. Was ein Zufall. Schön geiles Video.